Weiter geht es jetzt mit einem kurzen Besuch bei der Cinema for Peace Gala. Und danach zeige ich euch, dass Robert Pattinson in Berlin war. Tu Gutes und rede darüber. Die Berlinale steht wie immer ganz im Zeichen auch von Politik und Völkerverständigung. Denn Filme verbinden Menschen. So auch am Vorabend der Cinema for Peace Gala, wie hier im China Club in Mitte. Hier kamen all jene zusammen, die dieses hehre Anliegen der Gala mit unterstützen. Mit dabei Weltstars wie Catherine Deneuve, Oliver Stone oder auch der Enkel des südafrikanischen Freiheitshelden, Kweku Mandela. Es ist natürlich sehr wichtig, denn die Art der Filme, die Inhalte sind sehr wichtig, dass sie gezeigt werden. Sie behandeln wirklich das, was im Leben geschieht. So zum Beispiel Filme über die Arbeit von Hilfsorganisationen in Syrien oder die Situation von Flüchtlingen. Und ich denke, diese Filme verschaffen uns ein besseres Verständnis von dieser Welt und bringen uns zusammen. Gerade das will in diesem Jahr auch jemand unterstützen, der diesmal mit zum ersten Mal bei der Gala als Hauptsponsor ins Rampenlicht tritt. Harald Seitz von der Firma Karatbars International. Das Unternehmen handelt mit Gold, aber auf eine ganz besondere Art und Weise. In mehr als 120 Ländern dieser Welt exportierte Seitz sein Geschäftsmodell mit Kleinstmengen an Gold, die den Zahlungsverkehr revolutionieren sollen. Und mit Cash Gold ist nunmehr ein völlig neues Zahlungsmittel auf dem Markt. Gold in kleinsten Stückelungen, auch für den kleinen Geldbeutel finanzierbar. Eine Revolution, die die Welt verändern kann. Perfekt, um sie auf der Cinema for Peace genauer vorzustellen. Also Cinema for Peace seit 15 Jahren unterstützt die sozialkritischen Filme, die gezeigt werden müssen, meiner Meinung nach. Auch große Schauspieler tun das. Und das ist etwas, was ich unterstütze, deshalb, weil es eben gezeigt werden sollte. Glanz und Glamour, dafür steht die Berlinale. Stars im Rampenlicht und golden glänzt auch der Berlinale-Bär, den der Gewinner der Filmfestspiele in den Händen hält. Da fragt man sich natürlich bei all den Krisen auf der Welt, wie wichtig Gold in Zukunft sein wird, beispielsweise als Geldanlage. Gold ist sicherlich eine der stabilsten Anlagen. Gold geht natürlich auch immer wieder rauf und runter, aber wahrscheinlich wird am Ende des Tages Gold eine gute Anlage sein. Aber ich hoffe, im Moment wird die Wirtschaft sich noch nicht so entwickeln, dass alle ihre Vorräte aktivieren müssen. Aber es gibt in dieser Zeit wirklich viele Unsicherheiten und wir hoffen nur, dass die vielen Krisenherde wirklich nicht zu irgendwelchen besonderen Spannungen führen und auch diejenigen, die an der Macht sind, nicht unbedingt beweisen wollen, wie stark sie sind. Das Thema Freiheit unmittelbar verbunden mit dem Thema Cinema for Peace. Und gerade deshalb hat Harald Seitz sich auch für dieses Engagement entschieden. Dass die Menschen Freiheit gelangen, ja. Ich bin im Finanzbereich tätig gewesen früher und heute ist es so, dass wir mit Gold ein Zahlungsmittel kreieren, das auch ein Stück Freiheit werden soll in Zukunft. Bei all dem Glamour, den Stars und nicht zuletzt auch der politischen Komponente, auf der Berlinale steht ein Event ganz besonders im Fokus. Cinema for Peace. Frieden. Denn nur dann kann Kreatives sich frei entfalten und Menschen miteinander verbinden. Großer Kreischalarm herrscht im Premierenkino Zoopalast. Robert Pattinson stellt gemeinsam mit seinen Kollegen Charlie Hunnam und Sienna Miller den Abenteuerfilm Die versunkene Stadt Sie vor. Der Film, der als Berlinale Spezialgala läuft, erzählt die bewegte Geschichte des Briten Percy. Ich will die versunkene Stadt finden. Der von Forscherdrang getrieben Anfang des 20. Jahrhunderts zur Expedition in die Dschungelgebiete Südamerikas aufbricht und dort auf Spuren vergangener Zivilisation stößt. Pattinson spielt seinen Begleiter Henry Costin, Sienna Miller seine Ehefrau Nina. Die Gegend ist extrem gefährlich. Die Reise kann sie Robert das Leben Pattinson kosten, erzählt, wie oft er hier schon zur Berlinale war. Also, every year I'm here on Valentine's Day, so everyone's in quite a good mood. But I think I had 3 screenings on Valentine's Day since I've been coming here. Die versunkene Stadt Sie soll am 30. März in die deutschen Kinos kommen. Vor dem eigentlichen Beginn der Filmfestspiele waren schon einige Stars und Sternchen in the city. Oder gibst du mir jetzt endlich eine Waffe?
John Wick ist zurück. Aus seinem Ruhestand reist John Wick nach Rom, wo er gegen einige der tödlichsten Killer der Welt antreten muss. Egal wer kommt, ich werde ihn umbringen. Hallo, Raquel Crawford von TV Berlin. I have a question to Keanu or to you, Chad. Who came up with the idea to reunite you with the Matrix, Lawrence Fishburne? I think that's Chad. I think it was Lawrence. I think that was Lawrence. It was Lawrence. Yeah. Lawrence came to, I think Keanu and Lawrence bumped into each other. And I'll let Keanu tell that story, but yeah, I definitely capitalized on it. Yeah, Lawrence and I are friends. We were hanging out. He said he really liked the first one. I said, really? He said, yeah. And I said, well, you want to do it? He went, well, let me read a script. I said, hey, Chad, Lawrence wants to read a script. Chad sent Lawrence a script, and Lawrence said, yes. And he plays the Bowery King, which is another underworld element, opening up the world, and he's magnificent. Yeah. I'm still Raquel Crawford from TV Berlin. There must be a part three. We have to know where John will go, which hotel he will choose, and what's the dog's name. Yeah. All good questions. And that was just one question. Yeah. It was a question with subsets. I think it was a demand for number three. Oh, that was a demand. that was a demand for number three. We're working Thank on you. Number three. I really three, appreciate yeah. that. Thank you. Thank you. Ja, jetzt gibt's noch was ganz Besonderes, nämlich John Wick 1 zu verlosen. 5-mal DVDs und Blu-rays. Einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr einer der Lucky Ones. Ich bin jetzt hier an der Mercedes-Benz Arena, denn hier entstehen ganz, ganz viele Kinos von der UCI-Welt. In Anwesenheit zahlreicher Gäste versenken die Bauherren und Geschäftsführer der UCI Kinowelt in einer feierlichen Zeremonie eine Zeitkapsel. UCI-Chef erzählt mir von den zukünftigen Kinos. Heute war große Grundsteinverlegung. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich sehr gut, weil ich freue mich auf das Projekt. Es ist für uns ein tolles neues Kino und wir gucken voraus auf den Herbst 2018. Wie viele Säle werden denn hier entstehen? Wir werden hier ein Kino mit 14 Sälen errichten. Der große wird sogar mit IMAX-Technologie ausgestattet sein. Was haben Sie denn in der Büchse geboren? Das ist eine Zeitkapsel, wenn ich das mal korrigieren darf. Ja, wir haben eine 3D-Brille reingelegt, weil die braucht man für Kino unbedingt heutzutage. Und wir haben eine UCI Unlimited Card reingelegt. Damit kann man tatsächlich für einen Monatsbetrag immer ins Kino gehen. Und Kinoprogramm haben wir auch dazu gelegt. Und Popcorn, das gehört zu Kino. Das muss unbedingt mit rein. Und eine aktuelle Tageszeitung, habe ich gesehen. Und eine Tageszeitung, genau. Was Historisches. Ich werde ja die Zeitkapsel, glaube ich, nicht wieder sehen, weil ich bin mir sicher, dass wir hier für sehr, sehr, sehr lange Zeit ein tolles Gebäude, ein tolles Kino etablieren können. Das wird es. Vielen Dank. Dankeschön. Diese Animation zeigt den Mercedes-Benz-Platz, das vitale Herzstück für das dynamische, wachsende Stadtquartier entlang der Eastside Gallery. Und ich freue mich schon auf die eine oder andere Filmpremiere, die hier sicherlich stattfinden wird. Wegen der Berlinale veranstalten verschiedene Botschaften ihre Empfänge. Und ich bin jetzt hier in der US Embassy. Geschäftsträger der US-Botschaft Kent Larkston und seine Frau Michelle empfangen die geladenen Gäste in der US-Botschaft am Pariser Platz. Mit dem Empfang heben sie die deutsch-amerikanische Unterhaltungsindustrie hervor und würdigen ein Jahrhundert des deutsch-amerikanischen Filmemachens und die Bedeutung der Berlinale in diesem Zusammenhang. Wir haben so die Möglichkeit, ein tolles Party zu haben. Sozusagen, dass wir ein wichtiges Role in der Berlinale schon für Jahre gespielt haben. Zum Beispiel, wir jedes Jahr unterstützen die Berlin Talents, die jungen Leute, die jedes Jahr so die neuen Filme anzeigen. Aber es gibt auch natürlich die amerikanische Film, die amerikanische Mitglieder der Jury. Und wir haben so ein... Die Ehre wirklich, die Berlinale zu unterstützen. Ja, ja und wie alle wissen, Berlinale war ein Teil der Marshallplans 1951 und Dieter Kosek hat das wieder aufgebaut in einem sehr ganz großes Festival
Und wir sind ganz froh, hier einen Teil zu machen, hier in der Botschaft. Jetzt erzähle ich den coolen Jungs von den Perchwitz, deren Serien einem Spezial auf der Berlinale laufen wird, in was für eine coole Stadt sie gelandet sind. How long are you going to stay in Berlin? A couple days, yeah. I've got a few days. I'm going to see the sights. You know, we're the biggest party city. Oh, really? Yes, so are. Where do we find the party? I'm sure someone is going to show you. There's a guide. Do we find the party guide and he shows us? Great. Ich bin jetzt hier am Admiralspalast, denn hier findet der 99 Film Award statt. Und was es damit auf sich hat, das sehen wir jetzt. Vor mehr als 600 geladenen Gästen aus der Medien- und Filmbranche wurde in einer großen Preisverleihung die Gewinner der 99 Fire Films Award 2017 gekürt. Von den 3.500 Teilnehmern, die mitgemacht haben, sie nahm die Herausforderung an einen exakt 99 Sekunden langen Kurzfilm in nur 99 Stunden zu drehen. Ich sprach mit dem Gastgeber. Vor 9 Jahren haben wir uns damit beschäftigt, was wird eigentlich mit diesem Internet passieren? YouTube gab es noch nicht und die ganzen anderen Plattformen, Facebook gab es noch nicht, Snapchat gab es noch nicht. Wie finden wir eigentlich Filmemacher, die in Zukunft auf diesen Videoplattformen Filme machen, und haben diesen Wettbewerb gegründet? Haben gesagt, 99 Sekunden klingt besser als 100 und hat gut funktioniert. Bettina Zimmermann erklärt mir das diesjährige Thema. Also dieses Jahr musste ein Zwilling vorkommen oder ein Gegenstand, der doppelt ist. Und der Satz, da gibt's doch noch was. Und ja, das haben die Leute auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen wieder interpretiert oder gelöst, sage ich mal, die Aufgaben, die Vorgaben. Und das war ganz spannend, wirklich. Sehr schön. Jetzt noch eine Frage, wenn dein Leben ein Filmtitel wäre, was wäre der Titel deines Films? Mein Leben würde da heißen. It's a beautiful life. Ja, it's a beautiful life. Ja. Hans-Rainer Schröder hat die Jury schon vorab im BMW-Pavillon. Ja, genau, der Vorempfang war gerade bei BMW in dem Pavillon und hat schon super Kontakte zu der Jury bekommen, weiß auch schon ein paar Tipps, wie es ausgeht, also war extrem spannend. Wir sind schon den Gewinner. Sag ich jetzt nicht, aber bei Talk, der da ist, war die Jury da und unsere Leute und da ist man offen, weil ist ja keiner von den Medien dabei und hat so große Ohren und hört zu. In 90 Sekunden einen tollen Film, eine tolle Story hinzukriegen und auch noch originell gut gecastet, gut ausgestattet, das sind die Überraschungseffekte, die man bei den mittlerweile hunderten von Sendungen und Beiträgen hier bei den 99 Fire Film Awards mitbekommt. Also ein Höhepunkt gegen Ende der Berlinale. Du sagst es, Joe, ein wahrer Höhepunkt auch für den Sieger des diesjährigen 99 Fire Films ist Glücklich von Christopher Dürrkopp. Er gewann mit seinem besten Film ein Preisgeld von natürlich 9.999 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Das war die 67. Berlinale. Ich bin jetzt schon am Ende meiner Lifestyle-Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder.